Lebensmittelpunkt Straße. Ob wohnungslos oder nicht, für viele junge Menschen ist das Alltag. Wo das normale Hilfesystem nicht mehr greift, beginnt der Auftrag des Streetwork. Auch in Münster gibt es eine solche Einrichtung. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Scholz. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite seit 13 Jahren bei der Stadt Münster. Bin seit 8 Jahren bei der Einrichtung Streetwork angestellt und bin da der Team- und Einrichtungsleiter in dieser Einrichtung hier. Ne? Die Einrichtung ist eine Einrichtung des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster, in der Fachstelle Drogenhilfe angesiedelt. Die Abteilung, die im Grunde der Überbau ist, ist die Abteilung Kinderpädagogik, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit. Die Einrichtung besteht seit über 20 Jahren. Insgesamt 11 Mitarbeiter unterstützen Jugendliche mit Lebensmittelpunkt Straße im Alter von 14 bis 27 in ihren individuellen Problemlagen. Das Angebot ist breit gefächert. Ob Beratungsgespräch oder alltägliche Dinge wie eine heiße Dusche und die Möglichkeit zu telefonieren. Hier findet jeder, was er sucht. Also so einen typischen Arbeitsalltag, so einen typischen Arbeitsablauf gibt es eigentlich nicht. Gott sei Dank. Ne? Also es gibt schon so einen Wochenplan, dass wir jeden Tag 2 Stunden geöffnet haben. Ne? Wir haben also neben dem wir rausgehen auf die Straße täglich so 1 bis 1,5 Stunden, haben wir jeden Tag auch 2 Stunden hier unsere Einrichtung geöffnet. Und montags stehen wir mit einem Fahrzeug am Bahnhof, so als mobile Anlaufstelle. Und da drumherum liegen im Grunde unsere Beratungszeiten. Ne? Wir beraten während der offenen Angebote natürlich auch, ne? Machen Beratung und Begleitung. Und außerhalb der Zeiten legen wir verschiedene Ämtergänge oder verschiedene Begleitungen zu Ämtern. Wir setzen auf Beratung und Begleitung im professionellen Rahmen, der nur hier in der Beratungsstelle stattfinden kann. Auf der Straße können wir Kurzberatungen einleiten und können gerade mal berufliche Beziehungen vielleicht pflegen. Und wir sind auch konzeptionell gesehen relativ wenig unterwegs. Also meine Motivation in dem beruflichen Alltag ist, ich merke natürlich, dass Menschen, die hierher kommen, ne, junge Menschen, dass die nicht hierher kommen, weil sie Spaß an der Freude haben. Hier ist ja auch kein Jugendzentrum, wo man seine Freizeit einfach nur verbringt, sondern da gibt es Problemlagen im Hintergrund. Und meine Motivation ist, die Leute dabei zu unterstützen, da auch wieder auf einen guten Weg zu kommen. Ne? Doch fast jede Beratung beginnt mit dem Beziehungsaufbau. Hierfür bieten die verschiedenen Angebote des festen wöchentlichen Programmes den Rahmen. Beim offenen Frühstück erwartet die Jugendlichen nicht nur eine vollwertige Mahlzeit, sondern auch ein offenes Ohr der Mitarbeiter. Kontakte können hier geknüpft und ausgebaut werden. Ich würde fast beschreiben, dass die Beziehungsarbeit, die Beziehungsaufnahme und die Authentizität, also ich bin mir klar in meiner Situation, in meiner Rolle, ne? Das nimmt 80% der Arbeit ein. Also 80% sind wie ich Beziehungsarbeit, mit Menschen gut klarkommen, ne? Und Spaß an der Arbeit haben mit den Menschen zusammen, aber dann auch ganz klar distanziert zu bleiben und dann, um dann den nächsten Schritt zu gehen, jetzt wird der Berater abgerufen, jetzt brauche ich eine ganz definitive Lösung, jetzt brauche ich eine definitive Antwort, wie funktioniert denn das und das. Auf der einen Seite hast du ja Sozialhilfe, die kriegst du vom Sozialamt. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du Arbeitslosengeld, das bekommst du von der Bundesagentur für Arbeit, also Arbeitsamt. Mhm. Und irgendwann hat sich jemand... Also die höchste Belastung, die bei uns im Bereich ist, ist eigentlich die des Aushaltens. Also hier kommen Leute, hier kommen Menschen, junge Menschen mit persönlichen Problemlagen, mit emotionalen Problemlagen. Und ich bin Berater, ich habe
ganz viele Lösungen. Ganz häufig ist es so, dass ich einen Plan, für jeden Plan hätte. Ne? Der Zugang ist freiwillig, niederschwellig. Und ich kann nicht jedem aufstülpen, was meine Meinung dazu wäre, sondern eher begleiten und Ideen wecken. Und wenn jemand hier nicht mehr vorbeikommt oder nur selten vorbeikommt, stockt der Beratungsprozess und dementsprechend müssen wir unheimlich viel aushalten. Es wird jedoch versucht, diese Belastung durch Supervision und kollegiale Beratung aufzufangen, damit das Team der Streetwork Münster auch weiterhin ihre Klienten bestmöglich unterstützen kann. Da, wo junge Menschen erfahren haben, dass sie alleine gelassen werden, ne, dass sie niemand da ist, der sie begleitet, erfahren die bei uns Kontinuität. Also wir sind immer da und egal was passiert und egal, wenn sich auch manche Leute mit uns vielleicht mal auch überwerfen, es gibt kein richtig oder falsch, ne, wir bleiben immer ansprechbar, ne, und sind immer da und ich glaube, das ist für ganz viele Leute ganz wichtig. Mm-hmm.